ist der Markus Lütscher. Er macht das beste Heu von allen Ortszeiten. Und das ist der Seifenmacher von Arosa, der Beat Urech. Die zwei haben etwas vor. Weil das Roserheu so fein schmeckt, haben sie zusammen den Roserheu-Seifen entwickelt. In der Seifenmanufaktur tüftelt der Seifenmacher so lange, bis er die perfekte Rezeptur gefunden hat. Dann wird gewerkt und sorgfältig alles parat gemacht. Nur ganz erlesene Rohstoffe finden ihren Weg in der Roserseife. Jetzt sind die meisten Zutaten im grossen Seifentopf. Der Seifenmacher rührt mit viel Liebe und Hingabe. Seifen entsteht durch die Reaktion von Öl und Lauge. Dieser Prozess hat fast ein bisschen etwas Magisches und braucht viel Zeit und Geduld. Was dabei rauskommt, sind feinste, kaltgerührte Naturseifen. Nur zum Händewaschen sind sie fast schade. Am liebsten kommen sie mit dir unter die Dusche. Mit der Seifenmacher-Seife wirst du nicht nur sauber, sie pflegen gerade auch noch deine Haut und machen sie seidenfein und geschmeidig. We love Arosa. Und Arosa lebt die Seife vom Seifenmacher.